Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben ziemlich genau 5.21 Uhr. Ich bin am Düsseldorfer Flughafen und heute zeige ich euch ein spezielles Video. Denn ich nehme euch einfach mal mit auf so eine kleine Tour. Ich habe nämlich ein Auto gekauft bei einem Händlerkollegen in Schweden. Ganz spezielles Fahrzeug. Und normalerweise lasse ich sie eigentlich immer per LKW schicken. Aber diesmal habe ich gedacht, weißt du was? Ich nehme mir einen Flug, fliege dahin. Rote Nummer habe ich dabei, weil... Erzähle ich euch gleich, wie das funktionieren wird. Fliegt dahin und fahre das ganze Auto zurück, weil es sind eh nur 950 Kilometer. Das Auto ist cool. Wie das vonstatten gehen wird mit den Kennzeichen, ist, er gibt mir seine Händlerkennzeichen. Damit kann ich in Schweden fahren und Dänemark. Und in Deutschland schraube ich da meine roten Nummern drauf und kann dann damit weiterfahren. Was das für ein Auto ist, verrate ich noch nicht, aber es ist was Spezielles, ganz Spezielles. Sonst hätte ich es einfach ganz normal wieder per LKW geschickt. Und es ist ein Auto, was euch, glaube ich, auch cool auch gefallen wird. Jetzt die Frage, was machen wir damit? Wir werden so ein bisschen YouTube damit machen, ganz bisschen, nicht viel. Und dann werden wir es natürlich verkaufen. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie auch mal so ein Trip von mir aussehen kann. Jetzt gucke ich mal, wo mein Flug ist. 7 Uhr ist Boarding, ich habe mal ein bisschen Zeit. Und dann geht es später weiter. Also, bis gleich. Ach so, ganz wichtig, folgt mir auf FranzSimon83. Da gibt es nämlich viel Zeug zu sehen. So, meine Freunde, ich bin jetzt in der Lounge. In der Business Lounge hier. Die Leute nicht sieht. Also, grundsätzlich, mal kurz ins Thema zu kommen. Ne? Also ich fliege jetzt nach Kopenhagen, werde dort abgeholt, dann fahren wir rüber nach Schweden. Ich muss nach Kävlinge. Das heißt so, warum Kopenhagen? Weil das wohl der nähere Flughafen ist. Malmö wäre auch ganz nah gewesen, aber das ist wohl besser. Das Auto ist aber kein schwedisches Auto, keine schwedische Auslieferung, was auch eigentlich scheißegal wäre. Wir haben schon viele Autos in Schweden gekauft. Lasst euch da nicht immer betüdeln mit, oh, Schweden, alles scheiße. Überall gibt es gute Autos und überall gibt es schlechte Autos. Das Auto kommt ursprünglich aus Österreich und das war eins der, ich sag mal, privaten Fahrzeuge von meinem Händlerkollegen. Und bevor er ihn inseriert hat und so, der weiß, dass ich solche Autos gerne mag, hat er mir geschrieben, du Franz, hast du Bock darauf? Ich verkaufe den. Ja, und 2-3 Verhandlungstage später haben wir einen Deal gehabt. Und jetzt fliege ich dann dahin und hoffe mal, dass ich natürlich ohne Probleme zu Hause ankommen werde. Also, ich esse jetzt mal ein bisschen Frühstück hier. Ein bisschen Rührei, ein bisschen Weichwurst, weil es ja Oktoberfest momentan. Und dann geht es dann auch schon los. Also, bis gleich, dranbleiben. Okay, ich bin jetzt gerade gelandet, bin in Kopenhagen angekommen. Wetter ist nicht so geil. Nicht das perfekte Wetter für dieses Fahrzeug. Aber gut, okay. Jetzt warte ich auf den Ender, der holt mich ab. Und dann geht's rüber nach Schweden zu seinem Showroom. Ja, und da schauen wir uns ja auch mal um. Ender, ein ganz cooler Typ. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Autos von ihm gekauft. Und der ist nach Gamba mitgefahren mit einem Murcielago SV. Geiles Auto. Handschalter. Den hat er auch noch da, hat er mir gesagt. Ist zwar keine Folie mehr drauf, aber den können wir uns nachher bestimmt auch anschauen. Also. Jetzt gucke ich erstmal, wie ich hier Utgang wird nicht sein, wie ich hier rauskomme. Der hat mir gerade schon geschrieben, dass er ein paar Minuten braucht und ich soll drin warten, weil Wetter scheiße ist, bis er da ist. Ja, und dann geht's weiter. Und dann gibt es heute auf jeden Fall einen Roadtrip. Ich weiß nicht, ob ich es komplett schaffen werde, bis nach Hause zu fahren oder auch Lust habe, den ganzen Tag rumzufahren. Seht ihr schon 1000 Kilometer. Und dann muss ich mal gucken, ob ich nachher mit der Fähre von Schweden nach Deutschland rüberfahre oder mit der Brücke. Ich war schon mal in Schweden, da haben wir die Brücke genommen. Önder sagte, nimm lieber die Fähre, ist einfacher und stressfreier. Gucken wir mal. Also, bis gleich. Önder habe ich gerade getroffen hier. Und was hat er dabei? Ich habe es gerade noch gesagt. Schaut mal. Das ist mein Taxi für Hause. Say hi to the crowd, man. What's up? Ja, geil. Also dieses Auto ist ganz speziell. Dieses Auto könnt ihr mal gucken, die neuesten Gumball-Videos vom letzten Jahr. Schweden 002 als Kennzeichen. Ja, der ist mitgefahren. Der war richtig krass foliert, so schwarz-weiß. Ist richtig geil, ne? Schaut euch das mal an. Ist auf jeden Fall fett. Und jetzt fahren wir 45 Minuten nach Schweden und zu seinem Showroom. Und dann gehe ich das Auto abholen. Ey, ist das ein geiles Teil? Nicht schlecht, oder? Oh, shit. Ist auf jeden Fall der falsche Startverpass. Alter. Let's go, oder? Wir sitzen im Gumball Murcielago, wie gesagt, auch bekannt. Ey, ich liebe diese Dinger. Ich habe übrigens gedacht, es wäre ein Handschalter, ist aber ein F1-Getriebe, ist nicht so schlimm. Er hat ihn auch, wir haben es gerade ein bisschen gequatscht, ich dachte, ich filme jetzt, dass er mich auf Deutsch reden kann. Er hat ihn auch umgebaut auf Heckantrieb. Oh, scheiße, es kommt ein Tunnel, Alter. Jetzt muss ich die Schnauze halten. Jetzt da hinten. Hier. Hey!
und der ist tatsächlich Gumball gefahren und hatte nicht ein Problem mit dem Auto. Null! Ist einfach gefahren. Hammer. Wir gucken uns das Ding gleich mal genauer an, wenn wir an dem Showroom sind. Da, wir steigen jetzt mal aus. Oh, I'll just leave the stuff in here, right? Yeah, sure. For the moment. Das ist bei den Montelagos krass, komm, die Tür geht da oben auf. Oh, ich muss mal aussteigen. Oh. Oh, I'll just leave that in here for now. Hello? Jetzt könnt ihr euch die Karre mal ganz angucken. Sieht richtig, richtig geil aus. Schaut mal. Oh, wer bist du denn? Hallo. Ja, Leute, wir sind bei Serkas hier, ne? Der hat ein paar krasse Karren hier rumstehen. Guck mal hier, Liberty Walk. Liberty Walk, Huracan, sieht auch fett aus. Richtig fett. Guck mal, ein geiles Teil. Ein geiles Teil. Und Volvo Pickup ist auch stabil. Ist auch ein stabiles Kfz. Ja, und dann jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal, ich habe das Auto schon gesehen. Warte, machen wir so. Tasse. Auch fett. Hier nochmal, ich glaube, Techart. Gehen wir Panamera. Also, wem ist nicht was los? Richtig geile Karren hier am Start. Guckt euch das, alter Schwede. Das ist auch fett. Ja, und jetzt würde ich sagen, hau ich erstmal ein Carporn von dem Auto raus, was ich jetzt abholen werde. Ah, der ist auch fett hier. 650S. Ein fettes Teil. Sieht gut aus. Ich will jetzt nicht mehr versuchen, zu viel zu zeigen, weil da hinten. Also ihr müsst auf jeden Fall gleich mit dem Showroom gehen, das zeige ich euch dann auch. Aber jetzt geht's erstmal. Man, your style is always on point, huh? Your style is always on point. Thank you. Yeah, I'm trying to. Komm hier, oh. Aber der hat krasse Nummernschilder, 001, 002, 003, 004. Oh, hier am GTR. Oh, der hat einen Schaden gehabt. Hello, good morning. Man, how do you get all these number plates? Seriously. It's not like Dubai. In Sweden, it's nothing. You pay like 700 euro for 10 years. So for this. That's it? Yeah, that's it. So I'm not rich. I don't believe that. But yeah, 005, good. Escort Cosworth. That this car I renovated from scratch. We painted the whole car. We did a 330 kit and the whole underneath the body is painted and powder coated and everything. The big brake kit. You like special cars, huh? Yeah, I love them, you know. But this is a keeper as well. That is a keeper. Not by this one. Huh? Not by this one. I didn't even ask yet. Nice. That is a nice car. Oh, yeah. Yeah, oh, ha. Huh. Okay. We're working on it right now, but... Yeah. How much horsepower are you going to run in this? Like 350 maximum. But 350 in this is lots of fun, huh? It's an old car, so... It's a really old car. Yeah. I kind of like that. Yeah, it should be like that. Yes, like, it should be like vent. That. Yes, it's like an air vent. It's flare, rally. Very, very nice. That is a beautiful car. And you know what? They are very rare nowadays and expensive. Yeah, they are very. I think you pay like 65,000 euro for this one. Can you imagine? Yeah. And for 10 years ago, you pay like 10,000 euro. I was just about to say like 15 grand, you could get one. Exactly. And look how clean it is. Can I open the door? Yeah, sure. Look how clean it is. Wow, that is nice. Ja, Leute, also RS Cosworth, den Behälter will ich nicht verkaufen. Gucken, wie sauber das Ding ist. What's the mileage? 68.000 Kilometer. Der wird so 350 PS im Ding fahren später. Ein geiles Teil. Sieht richtig, richtig geil aus. Richtig, richtig geil. Guck mal. Das hat man immer noch nicht mein Auto gesehen. Oder das neue Kfz. Komm her. Ja, dann hallo. Ja, hallo. Na? Geht's dir gut? Mit deinem kleinen Popo. Ja. You don't have one like this, but it's a big one. Yeah, a big one. I have one, he's like 50 kg. Ah, XXL. XXL, yes. Yeah. So, but they're all the same, you know? They like their butts to be. Right? Is it your dog? This is yeah. Nice. Hello. Oh, they look so dangerous, but yes. They're the nicest dogs. Biggest, yes, teddy bears. Yeah. Teddy bears. Yeah, I want to take you with me, huh? Oh, you'll be so kleiner.
Du bist aber ein Süßer. Ist es, jetzt kommst du weiter kraulen, ne, Schatz? Ja, Schatz. He's very cute. Ja, thank you. How old? 7 years. It's tricolor, 7 years. 7 years, oh. Mine is like 3.5. But honestly speaking, you know, yeah. Take it home. Yeah, I'll take you home. Honestly speaking, this size is a little bit better. Yeah. Not better, but mine is like this. Depends where you live. If you live in a house, then you have a big We do, but still, he's big. And you know, when you wake up Sunday morning, yeah. I wake up and he always finds his way in my bed, so. It's crazy. Hallo, du bist ein süßer Frott, bist du. Oh, ich kann mich gar nicht allein lassen. Oh, ho, hier geht's weiter. Oha, oh mein. Leute, das ist richtig geil hier. This will be done like in the beginning of next year. This is like old new, right? Yeah, this is old new kit. Old new Japan. Yeah, but we did a little bit our own stuff because the old and new kit is not for a turbo. I was just about to say this is a turbo, right? So we did like the 3D printing the new vents for the turbo. You do this all in house, huh? Yeah, we do everything in house. So we scan the car. Uh-huh. We scan the car and in the back we will also do some different things. This is not what we're going to use. We're doing all custom. We're doing a custom LED board like the 992 and nice. And a bigger wing than this. You can never go bigger than that. Yeah, you can always go bigger, yes. But I like the idea of the LED light in the rear. It's cool. So that's so gonna we be mix old and new like design things. This is going to be insane. It looks really nice, huh? It's like treasure hunting here. I like it. Yeah. There's one in Germany as well. Yeah. Problem is, no TUV on this. Okay. Ach, du bist ein Süßer. Du bist ein Süßer, bist du, ja, Schatz. Ein ganz Süßer. Ja, ja, ja. Okay, jetzt gucken wir uns mal das Kfz an, das ich mit nach Hause nehmen werde. Also, Carporn ab. Nicht gedacht, wa? Da ist er. BMW E92 M3 CLP. Ja? Und das CLP ist eine Firma, die haben GT4, GT3 Umbau gemacht. So sahen die Autos aus, die 40 Stunden drin gefahren sind. Hat aber alles Straßenzulassung, ist alles eingetragen. Das außer die Felgen. Aber die Felgen machen runter, machen neu drauf. Aber ansonsten alles mit TÜV, Akrapovic drunter. Aber wisst ihr was? Ich drehe die Kamera um. Wir gucken uns das Fahrzeug mal an. Okay, so. I'll say we'll talk in English a little bit, right? Yeah, sure. So, 2007 E92 M3 manual gearbox. I just said on the video it's one of the CLP cars. And this is the CLP. Pretty much replicated the GT3 body kits or correct, GT4? Correct. GT3, right? The GT3. They did a few, I don't know how many, you said maybe 10 kits. I read 10, but you said only 3, yeah. So maybe they wanted to do 10, but... I think they wanted to do 10, but they only did 3. Uh-huh. This is one of them. That's crazy. So it's a very, very special car. Everything has been modified. Wide body, front bumper, lip, different bonnet, side skirts, of course the wheels. But the wheels are yours? The they didn't come my brand. They didn't come with your car, with the car, huh? Exactly. K-Sport brakes as well, big brake kit. You can go from here. You know what, I speak a little bit in German. Yeah, sure. So I'll just explain, then we'll talk about the rest of it. Also auf jeden Fall Breitbau, die Räder sind von ihm, die waren nicht auf dem Auto drauf. K-Sport-Bremse, ihr könnt sehen, das wird alles wirklich, es ist wirklich extrem krass breit. Haube, Motorhaube, Kurflügel vorne, Seitenwände hinten, ein Riesenflügel in Carbon drauf. Ja, Akrapovic Titan-Abgasanlage drunter. Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig chefmäßig. Und ich muss sagen, Facelift-Rückleuchten drin, ne? Weil 2007er Auto hat eigentlich die anderen Rückleuchten drin. Ich muss sagen, das ist wirklich gut gebaut. Ne? Also keinerlei Risse oder sonst irgendwas. Normalerweise hat man, ne, die Autos, das Auto ist ja auch schon alt, sieht man so ein bisschen Risse. Das ist aber echt so sehr, sehr schön gebaut. Von innen halt fast neuwertig. Ich sage euch auch warum. Der hat 25.000 Kilometer erst gelaufen. Gut, die Schrotgurte sind Geschmackssache, die machen wir noch raus. Aber BMW Performance sitzt hier drin.
Ja, vielleicht könnte man da noch einen geilen Überrollbügel reinmachen. Performance Lenkrad. Ja, wir gehen mal nach vorne. G-Power Tacho. Warum G-Power Tacho? Weil, are you being sad now or what? Yeah, I'm very sad. I'm emotional, you know? Yeah, I can see it in your I'm face. I'm not sure if you should buy this car anymore. No? You should take a plane home or fly. No, you know what? I can take the Murcielago. No, that's not possible. Not a good day with you today. So, also, weiter geht's. Können Sie sehen, G-Power Tacho. Oh, ich gehe mal einen Schlüssel holen. Zwei Schlüssel mit dabei natürlich. Oh, ich liebe das, ich liebe M3s. Ne? G-Power Tacho am Start. Ne? Dann gucken wir mal eben. Kilometer. Guckt euch das an. 25.583 Kilometer. Ich fahre nach Hause, dann wird er 26.500 haben, wenn ich fertig bin. Wir machen aber jetzt mal aus. Starten tun wir gleich. Wunderbar. Wir machen mal die Haube auf und gucken uns mal den Kompressor an. Moment. So. Also. Ja, no problem. SK2 Kit. Das heißt, er müsste diese 600 und ein paar Tote haben von der Leistung her. Fahrwerk KW, also KW Competition Fahrwerk drin. Das ist richtig Chef. Also da ist richtig Geld drin im Auto. Da steckt richtig Geld drin. Richtig Geld drin. Und jetzt switchen wir mal wieder auf Englisch. Um hier mal ein bisschen weiterzumachen. I just said that there is a lot of money in this car. Yeah, because supercharged kit is expensive, KW suspension, good parts, competition. Yeah. Yeah. So it's what's the story about the car? I mean, just the seats, I think they are like 8,000 euros, something like that. BMW competition seats, exactly. Let me just switch off the ignition. The seats, original competition seats, das ist natürlich geil. Ne? BMW Performance meine ich. Lenkrad, das kostet alles richtig Kohle. Muss mal kurz die Zündung ausmachen hier irgendwie. So, jetzt. Also es kostet wirklich richtig Geld. Lots of money invested in this car. Yeah, it is. So the story is that I had the... Let's just go from here because we have this noise in the background. Yeah, sure, we do that. I have a client in Austria, so I bought it from him because he bought some cars from me as well. And I needed a new track day car at the moment. Before this, I had a 996 GT3 Cup car. So I had this season only, but I did gumball, I was on vacation, I did this and that. So didn't track like it? One day on track. One track day, okay. And that's it? And that's it. So that's why I'm like selling it now, and maybe I buy something else next year. Understand. So it was... I need a crazy German guy to buy it, and I thought about you. That was a good idea because I did buy this car. So I'm gonna drive it back home, so I hope it will run. Yeah, no problem. No, I don't think either. It's not that low either, so you can drive it normally on the road. Yeah, and I love M3s, yeah, E92s, I love them. I had two before, stock E92 M3, and I just love the sound from it. It's beautiful. The sound is crazy. Love them. And you need to film the front and the rear so you can see how... Wide, yeah, it's really wide, huh? Wide. It's like impressive. If you look from here, and it's like, holy fuck, like, what is this? It's crazy. It's so wide. It's unbelievable. When you think about that, normally the car ends about here. Yeah. Almost. It's so crazy. So that's crazy. There's my friend again. Your dog is coming. Yes. Come on, that's what you call it. Ach, du bist ein Süßer. Ja, hallo. You know what? I'll take this dog. Is that okay? No problem. He'll be the friend of my dog. After some time you pick him up. Okay, nice. Gut, habt ihr jetzt schon mal gesehen, M3? Also den fahre ich jetzt zurück nach Hause und dann werden wir zwei, drei Kleinigkeiten ändern. Felgen zum Beispiel, weil wir Felgen mit TÜV haben müssen. Vielleicht ein Überrollbügel. Lagerschein müssen noch nicht gemacht, wenn wir 25.000. Ölwechsel, dies, das, alles, was gemacht werden muss. Und dann geht er in den Verkauf. Also wer Bock auf so ein Auto hat oder auf dieses Auto hat, sagt Bescheid. Ne? Gut. We're done with this. Let's check the rest. Take care of the car, man. I will. Home safe also, okay? Thank you very much. I will. Don't worry about that. We just take it sideways a little bit, but yeah, no, we'll see about that. So you have a lot of nice cars in here. We have a few of them for sure. We have some AMG GTRs. We have some M3s, both the new model and and the station wagon and the sedan. This one looks really pretty, huh? This one we did actually like a few months ago for my good friend. We did the tuning on the car. We did the carbon fiber. I see your wheels on it and everything. Exactly. We ordered a car new, stock without any carbon. So all the carbon we put on the car.
And now it has like 700 horsepower, something. And now it's for sale. It's for sale now, yeah. It looks beautiful. Yeah, it's very nice. Very comfy car to drive. We have driven like 10,000 kilometers now. Wow. Like that, you know what the problem? The problem is all these carbon bits and pieces. You need something, some TUV, something for it, because in Germany you have a problem otherwise. Yes. Like stock. Yeah, but still you need. Yeah. Ich sag halt, in Deutschland brauchen wir halt für den ganzen Carbon-Gedöns, brauchen wir halt TÜV und so, ne? Aber gibt's natürlich auch Splittergutachten, so haben wir alles schon machen lassen für unser Carbon, das kann man alles machen lassen. Grundsätzlich, wenn ihr natürlich irgendwie Autos von den Kollegen Önder haben wollt, könnt ihr das alles über uns abwickeln. Wir organisieren dann quasi die Abwicklung. Kaufen könnt ihr dann quasi von uns anstatt von hier. Da habt ihr auch wegen Ansprechpartner besser und so weiter und so fort. Ne? Wir kümmern uns um die deutsche Zulassung. Wir kümmern uns darum, dass die Autos in Deutschland ordentlich ankommen mit dem Transporter und dann bei uns ausgeliefert werden können. Also wenn ihr Bock habt auf irgendwas, was er hier auf Lager hat oder auch zukünftig, meldet euch bei uns. Now, this thing is crazy. This thing is huge. It's a Rolls-Royce Phantom Mansory EVB, so it's extended wheelbase. It's 60 centimeters longer than the normal Phantom. 60 centimeters longer. So you have the leg room. Well, normally you have a good leg room on the normal Phantom, but in this you can like lie down without any problem. So that thing looks insane. And you can still fit like two bodies in the trunk. Two what? Two? Two bodies. Two bodies. Yeah. Oh, yeah. I mean, you can compare to the M3 with the size. The M3 is a little bit longer than that. It's crazy. The M3, it looks like a toy car. That sieht wie ein Spielzeugfahrzeug aus hier neben dem Rolls Royce. This is 6 meters long. Six meters. Yeah. You can check inside the car. And you know, can we say who this car belongs to? Sure. Also, yeah, ist auch zu verkaufen übrigens. Ne? What is this? 28 inch or what? 24. 24 Zoll Räder drauf. Das Auto kennt ihr bestimmt, den jungen Mann, gehört Jon Olsson. How do you say his name in Swedish? Jon Olsson. Jon Olsson, ja. Also, oder wie... Ah ja, da steht's. Da steht's. Seht ihr das? DTM Mobility and Jon Olsson. Also, ihm gehört das Auto, ist aber zu verkaufen. Und das ist wirklich mal Champions League. Alter Schwede. Wohlgemerkt, passt sogar der Wortlaut, alter Schwede. You know, in Germany we have a saying like, alter Schwede, it means old Swedish, but it means like holy shit. Ah. So it's even, you know, fuck. Is that a good thing? It's a good thing. It's a good thing. Yeah, it's a compliment. Yeah. It's like, wow. Can we sit inside? Yeah, sure. Oh, man. This is crazy. Everything is like automatic. Wow. The screens, and you have did Jon Olsson drive his car himself? Or actually, was... he had this car in Cyprus and in Marbella for a short time, but now he moved back to Sweden and... Well, you cannot drive this type of cars in Sweden. You have a driver, right? You must have. He didn't have. He liked to drive cars. Oh, so he drove it himself. Yeah. But I mean, okay. So you mean this type of car driving in Sweden, people don't like you? No, exactly. It's, you know, it's, how do you say it? Either you're a drug dealer or you're a criminal or something. Same in Germany. Yeah, it's very hard to drive this with a good reputation. I understand. Not too bad, actually. Yeah, because I love it. I'd buy one if I have the money. Me too. And this is about what, 400,000-500,000 euro? Approximately, yeah. Yeah. Oh, it's a 2019 with a very low kilometer. It has only 10,000 kilometers on it. So it's, it's almost a new car with Mansory kit. That thing is crazy. I love it. I really love it. It's a nice car. But we need to sell some more cars to be able to afford this. Yeah. Soft close? Yeah, of course. Can you imagine those are soft close? Okay, let's continue. What do we have here? What else? I have some old cars. Nice. I have my old Viper. Yes. Old Saab 9.3. Also a Saab Monte Carlo, Saab Turbo. I have Viper. Again, good plate. 004. Yeah. Do you have 001 as well? No. Who's got that? Nobody has it. No, I cannot have it because nobody can be number one. So only the king. No, is there a king here? Yeah, there's a king. There is. It's like in Denmark, right? Okay. It's a kingdom. Kingdom was. We have both the king and the prime minister. We have both. Okay. Yeah. Man, that thing looks crazy. I love it. That now thing is. The combination with the fourth car. Yes, that thing is absolutely insane. Fuck. Okay, let's continue. M3, I love them. The M3 is a good friend of mine. Beautiful car. I'm going to rebuild it a little bit. Also, your carbon fiber stuff and bits My and pieces? Carbon fiber on this one as well. Yeah. We have more. So you make this here in Sweden?
No, we don't make them here. We have a cooperation with a factory that's doing the carbon fiber. Okay. Some parts we're doing in Sweden as well, but it's more like prototype parts. But it's a full carbon fiber or it's... Full carbon fiber. Full carbon. Dry carbon, yeah. Dry carbon. Yes. Very nice. No fiberglass. Yeah. No fiberglass crew. We don't do that. So we have Nissan 300, I have a manual. This is nice. Automatic? No, manual. Manual. Yeah. People hate it when we're touching. Yeah, no, no. Yeah, so that's why I like to do it. No, sehr schön. Nein, oh, and this is very nice. 7 turbo, manual. Uh-huh. GT3 manual. Oh, this is a German number plate here. RS6. Yeah, this one is German. You bought it just now? No, my friend bought it, so... It's funny that some people buy cars from Sweden, yeah, bring it to Germany. Some people buy cars from Germany, bring it to Sweden. Yeah, huh? But this one is very rare in Sweden. You cannot have a sedan. V10. You can, nice. We can. Yeah. Very, very nice. And then here we have a GT3, which we're going to talk about in a little bit. Huh? Yeah, this one is up for sale from today, actually. Manual it's gearbox. A manual, kind of low kilometers, 18,000 kilometers. I'll tell you something, I'll tell you in a little bit, this, yeah. I think someone sent me this car. Uh-huh, but I put it out on air like yesterday evening. Maybe, yeah, okay, we'll talk about this later. Schönes Auto, vielleicht kaufen wir den, gucken wir mal weiter. Couple of AMGs, a little bit of a Mustang, a little bit of a Cobra. Yeah. And that's about it, huh? Yeah, I have a storage with some cars, but mostly old cars, old timers. Okay. So that's what I have. Right now. Cool. Beautiful. I like the showroom. I think it's just big enough. It doesn't need to be bigger than this. Nice, modern, clean. I love it. So I would say we'll go to the office and do the paperwork. Yeah, thank you very much for having us. Thank you. And I'll just do a little bit of moderation. Next time I need to come to Germany because we're doing it. First, you bought the Huracan. Yes. And then I was visiting you at your shop and now you're here and next time I need to buy. You have to come. You. Yes. Yeah. S-Class, I'm telling you. S-Class. S-Class, I'm telling you. All right. Maybe if I sell the G-Wagon? Yeah, we'll talk about the G-Wagon later. Maybe we can do... Hey, I have an idea. Okay. We'll talk about this later. Also, das war's. Wirklich cooler Typ. Kennen uns schon gut anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, wollte ich sagen, genau. Und jetzt machen wir den ganzen Papierkram alles fertig. Trag und Auto ist schon bezahlt und alles cool. Aber müssen wir Papierkram machen, Versand unterschreiben und denke ich mal, gehen wir eine Kleinigkeit mitessen. Und dann werde ich mich so langsam auf den Weg machen Richtung Deutschland. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wir werden mehr M3-Content zeigen, wir werden ihn auf den Prüfstand stellen, wir werden das Ding mal auf die Bühne heben, wir werden uns das Ding mal wirklich unter die Lupe nehmen, mal gucken, wie es aussieht und wie das Ding generell halt so ist. Wisst ihr was? Das Video ist noch nicht zu Ende. Ich werde noch fahren, beziehungsweise ich werde euch mitnehmen auf dem Weg nach Hause. Oder wird das ein... das Video wird zu lang. Wird ein separates Video. Ein separates Video wird es geben, wie ich jetzt das Ding nach Hause fahre. Ja, und wie das Ding halt so fährt. Erster Eindruck. Das ist das von mir. Abonniert den Kanal. Lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.